Hey Leute, was geht ab? Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Mission hier in Star Wars Squadrons. Wir scheinen die nächste Mission hier auch als Imperium zu absolvieren und beginnen erstmal die Folge hier mit einem kleinen Gespräch, wie ja sonst eigentlich auch immer. Als Captain Kara sagte, dass sie einen weiteren Piloten mit an Bord holt, wusste ich nicht, was ich erwarten soll. Ich fliege schon ziemlich lange. Wäre nicht das erste Mal, dass Vetternwirtschaft eine Staffel kompromittiert. Aber du bist heute gut geflogen. Die meisten Exfiltrationen von Spionen fordern wesentlich mehr Todesopfer. Wenn das Team Zweifel an deiner Eignung für die Titanstaffel hatte, hast du sie damit aus dem Weg geräumt. Machen wir uns auf den Weg. Captain Carroll wartet. Okay, dann hinterher zur Besprechung. Agent Thorn kannte zwar nicht die Position von Projekt Starhawk, aber ihre Informationen wiesen in die richtige Richtung. Dann machen wir weiter wie geplant. Oh, hallo. Captain, ist das der neue Pilot? Ja. Wertvolle Verstärkung für die Staffel. Nicht wahr? In der Tat. Gute Arbeit mit Agent Thorn. Du hast vorherige Leistungen um... Oh, Verzeihung. Ich bin mit deiner Akte so vertraut, dass mir entgangen ist, dass wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ich bin LT-514, Imperialer Geheimdienst. Gern werde ich deine Leistung in der kommenden Mission analysieren. Captain Carroll, sollen wir diese Besprechung fortsetzen? Okay, ich bin gespannt, was als nächstes an der Reihe steht. Die Informationen von Agent Thorn waren Gold wert. Wir wissen, dass ein Konvoi mit Ingenieuren der neuen Republik von Hosnium Prime zur geheimen Basis von Projekt Starhawk unterwegs ist. Die vorgesehene Route führt sie durch das umkämpfte Gebiet von Desevro. Laut unseren aktuellen Informationen wird der Konvoi versuchen, seine Anwesenheit in einem Trümmerfeld zu verbergen. Folgt dem Konvoi durch die Trümmer und lasst ihn in den Hyperraum entkommen. Wir werden dann alle möglichen Zielorte auf ihrer Flugbahn berechnen, um Projekt Starhawk ausfindig zu machen. Man darf euch auf keinen Fall entdecken. Wir können es uns nicht erlauben, diesen Konvoi zu verlieren. Imperiale Streitkräfte vor Ort wurden angewiesen, sich nicht einzumischen. Sobald der Konvoi das Trümmerfeld durchquert hat, wird er das System verlassen und uns den Weg zum versteckten Hauptquartier weisen. Sobald wir ihre Sprungrichtung kennen, kehrt ihr zur Overseer zurück und bereitet euch auf einen weiteren Einsatz vor. Okay, interessant. Ich habe die imperialen Behörden auf Desevro schon kontaktiert. Sie sind im Bilde. Seid ihr sicher, dass er sich nicht einmischt? Meinen Berichten zufolge ist Captain Amos sehr angriffslustig. Seine Flotte ist stark dezimiert, nachdem er zahlreiche unnötige Kämpfe angezettelt hat. Captain Amos ist Feuer und Flamme. Und hoffentlich kein Narr. Das Imperium darf jetzt keine Kriegsressourcen verlieren. Dem kann ich so nur zustimmen, Captain. Nach deiner Leistung bei Hosnium Prime dürfte die nächste Mission einfach werden. Ja. Mein Vertrauen in dich war gerechtfertigt. Sorge dafür, dass es so bleibt. Das wäre alles. Okay, dann geht's zurück zum Hangar. Da lang. Da bin ich jetzt echt schon mal gespannt auf die Mission, aber zuerst haben wir noch ein paar Gespräche zu führen mit den zwei und mit dem da hinten auch noch. Fangen wir erstmal mit der an. Ihr könnt wie immer gerne die Gespräche überspringen, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Ich versuche immer, den Missionsstart unten bzw. im Bild einzublenden. Unser Captain hat persönliches Interesse an Projekt Starhawk. Sie will sich an Lyndon Javes rächen. Glaub mir, es gibt keine bessere Motivation als Verrat. Ich habe schon viel zu oft miterlebt, wie gute Piloten und Freunde zu Verrätern wurden. Ich erlöse sie von ihrem Elend, aber es hört niemals auf. Aiden Versio, Erica Quell, Lyndon Javes. Sie sind nicht nur Verräter, sondern Sicherheitsrisiken. Probleme, um die man sich nach dem Krieg kümmern muss. Wir sollten gehen. Ja, Aiden Versio kennen wir auch noch alle irgendwo her. Eine Mission wie diese sollte sich als leicht für uns erweisen, aber bleibt dennoch wachsam. Man weiß nie, welche Tricks die Rebellen auf Lager haben. Desevro. Oh. Ziemlich weit weg von der Zivilisation. Ich habe den Outer Rim schon seit dem Aufstand bei Kriego nicht mehr gesehen. Tja, dann bringen wir es hinter uns.
Auf zu deinem Teil. Ja, nicht so voreilig, Gray. Ich will hier erst nochmal kurz mit der... Ja, mit der reden. Admiral Sloans Spionagenetzwerk ist zum Glück noch intakt. Ohne Infos können wir nicht arbeiten. Die Zersplitterung des Imperiums geschah wegen Commandern, die eigene Pläne verfolgten, ohne gemeinsame Strategie. Man vergisst leicht, dass wir alle zum gleichen Imperium gehören oder gehören sollten. Die Vernichtung des Starhawks wird uns vielleicht wieder vereinen. Du bist mit Admiral Sloans Zielen vertraut, oder? Verein, säubern, inspirieren. Wenn wir die neue Republik zerschlagen haben, ist die Feuerprobe überstanden und wir gehen gestärkt aus ihr hervor. Auf zu Größerem. Okay. Alles klar, das scheint so, dass hier die Hardcore-Imperialen in unserer Truppe noch deutlich in der Überzahl sind. Der Tyranid ist ein Modell, das speziell für die Unterstützung einer Staffel entworfen wurde. Macht den Feinden das Leben schwer. Diese Ausrüstung legt feindliche Jäger mit Ionenlasern an. Ich habe außerdem Störtechnologie angebracht. Okay, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, der wäre schon fertig mit Erzählen. Aber was soll's, dann sehen wir halt eben die Fähigkeiten jetzt, während wir spielen. Der hat ja irgendwas vom Störsender und Ionenraketen gelabert. Können auch hier nochmal kurz. Nice Map. Was ist denn hier passiert? Captain Amos ist blutdürstig. Er hat die Rebellen über Desefro in so manches sinnlose Gefecht gelockt. Und dabei wohl mehrere Zerstörer verloren. Wenigstens bleiben wir durch sein Vorgehen unentdeckt. Zusammenbleiben und Abstand halten. Der Konvoi darf nicht merken, dass wir ihn erfassen. Verstanden. Der Störer von Titan 3 wird es dem Feind schwerer machen, euch zu erfassen. Nutzt ihn weiter. Staffelmaske. Normalerweise können deine Feinde dich mit ihren Sensoren aus großer Entfernung entdecken. Es gibt aber bestimmte Komponenten, mit denen du dich tarnen kannst. Verwende die Staffelmaske, damit deine Verbündeten vorübergehend von feindlichen Sensoren verschwinden. Alles klar, das ist die Fähigkeit. Cool. Nutzen wir die Trümmer als Deckung und nähern uns dem Konvoi. Du näherst dich zu schnell. Okay, alles klar. Wo sind die denn? Ich erkenne die gar nicht. Warum zerstören wir ihn nicht und verhindern, dass diese Schrauber jemals ihr Ziel erreichen? Geduld, Vondrak. Wir haben reichlich neue Ziele, sobald wir Projekt Starhawk ausfindig gemacht haben. Ja, Sir. Sie haben recht. Reißen wir lieber die Wurzel aus, statt nur das Wachstum zu verlangsamen. Bewege dich durch die Trümmer. Weiter so. Okay, alles klar. Also die Map sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Auch nice Lichtstimmung und so weiter. Ja, chill doch. In Position. Langsam, Titan. Habt Geduld. Erinnert euch an das, was wir in der Schlacht von Bashar gelernt haben. Wie könnte ich das vergessen? Wir lassen sie erst dann unsere Macht spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achtung! Der Sternenzerstörer Tormentor tritt in der Nähe des Trümmerfeldes aus dem Hyperraum. So viel zu dem Thema unauffällig sein. Das kann nicht sein Ernst sein. Captain Amos, was hat das Der Typ ist wirklich dazu gekommen. Unsere Feinde entkommen, Captain Carrin. Ich werde diese Gnade nicht walten lassen. Raketen abfeuern! Alter, der ist richtig schießwütig. Schießt die Raketen der Tormentor ab. Was? Captain Amos, Sie kompromittieren eine heikle Mission. Heikel? Wir sind im Krieg. Das Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. Schnell, Titan 3, zerstöre diese Raketen. Alter, wir beschützen hier gerade jetzt die Rebellen, oder was? Der Konvoi weiß von uns. Jetzt können wir ihren Sturm nicht mehr nachverfolgen. So. Komisch, Rebellen retten. Bin getroffen. Ne, die will ich nicht anvisieren. Captain Amos, das war töricht. Die Tormentor wurde erheblich beschädigt. Oh, da ist schon eine Rakete viel zu weit. Ein paar Rebellenschiffe zu zerstören. All die Trümmer sind der Beweis dafür. Ich kann TIE-Jäger sehen. Zerstörte. Es sind ihre, wie ich vermute. Jeder Sieg hat seinen Preis. Zack. Ich glaube, hier bin ich auch relativ gut positioniert. Okay.
dass ich halt eben das Feuer der Gegner gut abwehren kann und gleichzeitig hier aber direkt die Raketen auch abfangen kann. Das ist, glaube ich, ziemlich praktisch. So, wo kommt die nächste? Da unten wird die abgefeuert. Schön, sind nicht mehr viele, die wir brauchen. Ich kann unsere Leute mal unsichtbar machen, auch kurz. Die habe ich nicht gesehen, die ist jetzt, glaube ich, außer Reichweite. Ja, shit, dann die nächste, kommt schon. Wo ist die nächste? An die komme ich ja jetzt nicht mehr dran. So, die hat getroffen. Nice. Was macht er hier jetzt? Er dreht bei, okay. Rebellentransporter auf dem Weg zur Overseer. Sie springen in den Hyperraum, bevor unsere Ionenkanonen bereit sind. Haltet sie auf, Titan. Titan, X-Flügler auf dem Radar. Okay. Titan 3, deaktiviere die Konvoischiffe mit deinen Ionenlesern. Wir decken dich. Okay, setz deinen Transporter außer Gefecht. Okay, und die Ionenwaffen sind... Ach, das sind einfach meine normalen Laser, das sind die Ionenwaffen, alles klar. Machen wir Schilde, Schilde sind da überladen, Schilde am besten da hinten. Habe ich denn irgendwas? Es scheint nicht so, als ob ich irgendwas zum Aufladen hätte. Von meiner Gesundheit meine ich. So, dass wir einen kleinen Schub hier einsetzen können. Ein bisschen schneller beide und jetzt können wir schön schießen. So, dasselbe machen wir bei denen hier auch. Ja, und der letzte... Oh, ich werde voll fertig gemacht. Übelst fertig gemacht werde ich hier. Auch auseinandergenommen. Erst hier aufheilen. So. Damit ich volles Leben habe, weil ich kann mich anscheinend nicht selbst heilen, wie es aussieht. Die müssen wir eskortieren. Taktischer Schild. Der taktische Schild ist ein tragbarer Schildgenerator, den du auf verbündete Ziele abfeuern kannst. Er heftet sich an ein verbündetes Schiff und verleiht diesem zusätzlichen Schutz. Das ist besonders nützlich, wenn deine Mission darin besteht, ein anfälliges Ziel zu verteidigen oder zu eskortieren. Okay, gut, das heißt... Können wir es einfach so machen, oder wie? Sind jetzt alle immunisiert? Ja. Wird ja angezeigt. So, und dann machen wir die hier schön fertig, alle. Alle ein bisschen ionisieren. Und Feuerpower auf die Laser. Ja. Gegenmaßnahme. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, Captain Amos. Oh, dann wird der gesamte Ruhm mir gehören. Nur wenige Rebellen übrig. Löscht sie aus, Titan. Gut, dachte schon, du lässt sie einschlagen, damit sie sich erschrecken. Jetzt haben wir Ruhe vor den Sternenjägern. Vorerst. Gut, das wäre erledigt. Okay, die haben wir alle noch volles Schild. Titan, die Rebellen haben eine weitere Jägerstaffel losgeschickt. Jetzt sind sie wirklich verzweifelt. Wir erledigen die Jäger. Verteidige die Schatten.
So, den weggemacht. Boah, also in der Mission fehlt mir echt der Überblick, muss ich sagen. Also man merkt schon, dass hier der Tie Reaper nicht unbedingt hier für einen richtigen Fight ausgelegt ist, sondern wirklich ein Support-Flugzeug ist, beziehungsweise Sternjäger. Feuerpower mehr auf die Laser, damit wir die hier besser abschießen und treffen können. Wie fliegt der denn, Junge? Komm schon. Schön. So, wo sind die Shuttle denn? Die fliegen da auch kreuz und quer rum. Komm schon, Alter, diese Ionenwaffen sind echt nicht so stark gegen sonst was. Ich kann doch auch einfach hier mal ganz kurz die Shuttle anvisieren. Oh, was fliegen die da so langsam? Kann doch hier den Befehl geben, das zu verteidigen, oder nicht? Aber das kriege ich gerade irgendwie nicht mehr hin. So. Dann ist hier noch irgendwo einer. Zack. Gut, alle zerstört jetzt. Ah, okay, und jetzt geben die erst Gas, ja, wow. Hey, da ist doch noch einer. Kommt, Leute, gebt mal ein bisschen Gas. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Okay. War es das dann für diese Mission, oder? Wie sieht das aus? Feinde sind doch alle irgendwie weg. Overseer hat die Daten empfangen. Entschlüsselung läuft. Zusätzliche Schilde für dich. Töte sie alle. Captain, die Tormentor steht unter schwerem Beschuss. Ihre Zerstörung steht unmittelbar bevor. Dieser Narr. Titan, kehrt zur Tormentor zurück und sichert den Rückzug. Jawohl. Okay, also wir... Also ziehen Sie sich zurück? Niemals! Ihr werdet den Angriff nicht überleben, Captain Amos. Gut aufpassen! Der Typ ist ein richtiger Otto. Komm, wir geben mal ein bisschen Gas, um schneller hinzukommen. Alter, in so einem Schiff. Die Fregatte zerbricht! Die Tormentor ist viel zu nah! Amos! Ausweichmanöver, jetzt! Was reden Sie da? Übelst am Brennen, das Teil. Er sagt einfach, er hat gewonnen, und jetzt explodiert das ganze Schiff. Er ist tot. Das wäre eine Verschwendung. Alter, was ist das denn für ein Captain? Oh oh. Ah. Titan, wir haben die Sektorkoordinaten für die Werft der Starhawk extrahieren können, doch der Rest der Datenbanken war leer. Der Rest wurde gelöscht, als wir gegen Captain Amos aufgeflogen sind. Hätte mit seinem Schiff untergehen sollen, dieser Idiot. Wir kennen den Sektor, was die Suche zumindest etwas eingrenzt. Er kann sich nicht ewig verstecken. Titan, eliminiert den Konvoi. Lasst Linden wissen, dass wir kommen. Nice. Das war eine für mich sehr verwirrende Mission, muss ich sagen. Ich hatte teilweise keine Ahnung, was ich wo wie machen muss. Ich hoffe aber, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich versuche mich dann in den nächsten Folgen mal ein bisschen fähiger anzustellen. Und ansonsten könnt ihr gerne wie immer ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und mit einem Kommentar gerne die Reihe ein bisschen supporten. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.